Jetzt geht's rein ins Spiel. Jo, jetzt, im letzten Part haben wir ein bisschen, im letzten Stream haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Nicht aufgeräumt, ein bisschen aufgerüstet. Klo und Bad eingerichtet. Ach shit, jetzt bin ich wieder reingerannt. So, was steht denn heute an? Den Bereich müssen wir auch erkunden und dann da oben ist heute wieder ein bisschen erkunden dran. Händler haben wir uns endlich gefangen. Auch nicht schlecht. Steine ablegen. Samen abholen. Und diese resistente Metallrüstung könnte man über den Schrank packen. Da waren wir doch gerade oben. Da haben wir doch jetzt einen Kleiderschrank. Das ist zwar funktionell eine Kiste, aber was so ist. Wir haben jetzt die Kälteresistente Metallrüstung. Das haben wir auch beim letzten Mal aufgelevelt und gebessert. Und wir haben fast nur noch Ladies im Team. Also. Ladies. Nee, nicht, aber. Bossgegner. Da können wir gleich mal den nächsten besiegen. Wir haben einen Level 17er. Haben wir denn noch Munition? Natürlich nicht. Wäre zu schön. Dann müssen wir erstmal Munition herstellen. Haben wir denn Material für Munition? Wahrscheinlich auch nicht. Schießpulver, 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 ja. Schießpulver. Da ist bestimmt irgendwo ein Rezept für. Zement, wofür auch immer wir das bauen. Ich glaube, Schießpulver kann man nicht wirklich herstellen. Das musst du ernten. Vielleicht tun wir hier ein paar Wilder in der Gegend wieder. Und Munition durch Wilderer erschaffen. Einfach mal ein bisschen in die Richtung. Im letzten 2 Minuten. Dann kommt das nächste Wildererlager. So ist das immer. Irgendwo rennen die immer rum hier. Wir haben doch mehrere Wilderer eigentlich schon im Camp. Da wundere ich mich ein bisschen, warum die nichts bocken. Eine Kuh an der Berghang. Wir können sie mal runterschubsen. Über sie uns. Milch. Na komm, bleib drin. Nice. Nummer 3.
brauche Munition, bevor ich mich in den nächsten Bossfight frage. Wo seid ihr, Wilder? Das da vorne sieht nach einem Nagel aus. Und Schuss, wo haben wir gekommen mit einer Chance gegen die Große. Oh, legen wir uns mit dem Falschen an. Geile Sache. Natürlich nicht. Shit. Hier mal ein paar Bilder. Hoffentlich keine Flammenwerfer hier. Nein, keine Munition. Enttäuschend. Oh, ne, ist bald. Also werde ich jetzt angegriffen. Du hast das Pal befreit. Du musst mich packen. Fantastisch. Haben wir daneben gerufen. Na bitte. Erstes, dritte. Deine Palsführer. Können wir die mal aufheben? Das wäre schon nice. Nö, können wir nicht. Existiert nicht. Das ist ein Gerücht. Dass wir Dinge aufheben können, ist auch ein Gerücht. Hier ein Platz im Inventar. 26 voll drücken. Ich habe wieder stark, ich wieder zurück mit dem Warum. Nutzt es. Unnützerweise. Stein. Tja, den müssen wir wohl in der Wildnis begegnen. Drüben ist ein Rauchzeichen. Vielleicht sollten wir da mal hin. Rauch ist es eine Siedlung eigentlich nicht fern. Das können die Preis nicht von selber gemacht haben. Und Sprach fangen auf dem Weg. Nummer 5. Und da sind noch Kühe. Ne, das ist ein Wolf. Kann ich nicht mal Wölfe von Kühen unterscheiden. Ja, hallo. Shit.
Wir hatten mal eigentlich, wir hatten mal 50, 60 Munition. Aber auf einmal irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich glaube, damit haben wir den Boss besiegt. Auf einmal. Oh, Flammenwerfer-Typ. Ich hau ab. Oder auch nicht. Geile Scheiße. Fängt ja super an dieser Stream. So, dann gehe ich mal wieder in die Richtung. Wir können auch noch ein bisschen neues Gebiet. Ich tue mir hier mal neue Gebiet, neue Gegner. Ja, Munition ist so eine Sache. Wenn du dann, zwar eine Schusswaffe hast, aber keine Munition mehr, dann ist das ziemlich. Du musst wie im Speer kämpfen. Da hilft der technische Fortschritt gar nichts. Großes Übungsfibel. Auch keine Ahnung, was das bedeutet. Wenn man das benutzt, müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Und Häschen. Waffen bewusst nicht wahr, oder? Was ist denn das heute, Mann? Oh, was Neues sogar. Haben wir irgendwelche Waffen? Und die Waffen momentan. Nee. Ich kann nur auf Fernkampf gehen, höchstens. Mit einem Bogen. Wir können nix. Fantastisch. Das macht mich in Rolle. Ach was. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Fresse. Es ist wieder heute so ein Part. Komplett am Ende hier. Lass mich jetzt von dem hier erledigen. Vom kleinen Häschen. Und so zu zweit. Ich sollte mal meinen, dass ich Schilder habe oder so. Wieder rausgekommen. Noch ein letzter Versuch. Natürlich nicht.
Jetzt etwas. Schaffe ich auch noch Nummer 3. Super. Und ein Level ab. Puh, es wird wieder. Was machen wir jetzt mal? Auf Angriff kann ich schaden. Wie toll, wir haben ein Palium-Bruchstück gefunden. Das ist gerade das Beste, was momentan passiert ist. Bisher in diesem Stream. Und manche danken, dass ich dieses Spiel. Mein wilderer Jäger. Ich kann uns da von einem Flammenwerfer-Typ abmetzeln lassen. Wird sich die Reichweite? Ja. Irgendwie kommen wir. Alle kommen wir verbindlich an. Oh, das. Munition. Sehr schön. Mehr Munition. Machen wir das jetzt wirklich so. Munition für Munition. Hat ein bisschen was mit der L'Oreal. Schießen mit Zonen sammeln. Jetzt nicht, alles. Schuss noch. Ich muss mal das Munition. Pistolenmunition habe ich aus irgendeinem Grund, aber kann ich nicht benutzen. Rüstung beschädigt. Machen wir mal das, wofür wir hier sind. Das Gebiet endlich erkunden. Sieht zwar nix. Was ist? Nö, das schafft man nicht bis oben. Fantastisch.
es irgendwo Zwischenquests gibt. Mit einer Ausdauer leveln sollen. Genau in die Richtung. Okay, jetzt sind wir hier auf dieser Insel. In die Richtung. Irgendwo hatten wir hier eine Lüftungsstatue. Die habe ich, glaube ich, nicht mehr gestorben und habe es nicht mehr erreicht. Leuchtet was? Ist nur Leder. Ich glaube es nicht. Natürlich wieder Dinge, die ich jetzt später bereuen, das jetzt nicht mitzunehmen, aber naja. Ja, sehr schön. Und das ist eine Lüftungsstatue. Beschädigt, komplett im Eimer, nachts nicht sehend, nächster Schnellreisepunkt ist irgendwie auch nicht da, genial, das muss ein Let's Play sein. Ich laufe in die falsche Richtung. Wieso? Nee, finde ich super. Macht gerade sehr viel Spaß, das Spiel. Wir könnten uns erholen, wenn wir schlafen gehen, aber jetzt müssen wir erstmal zum Lager kommen. Ich laufe zumindest in diese Richtung. Ich glaube, jetzt gerade sicher auf einen Baum. Einen großen. Das hier scheint eine Wanze zu sein. Oh, es ist nachts am Tag. Sehr schön. Kann ich wenigstens ein bisschen was sehen. Doch niemals hoch. Kann ich wenigstens irgendwann endlich mal verrecken? Kann ich wenigstens zum Lager wieder zurück? Ich respawn im Lager.
langsam beschleicht mich das Gefühl, ich hätte diesen Stream mal ausfallen lassen sollen. Uff. Waren wir hier schon in wilderer Lage? Du hast natürlich nichts gelockt. Das war meine Chance. Dankeschön. Gegen die Flammenwerfer-Typen kommen wir auch irgendwie noch gar nicht an. Das ist da. Steht keine Chance. Da müssen wir dann nochmal mit einer stärkeren Waffe kommen. Rüstung beschädigt, Waffen noch recht lieb's. Und trug in das Spiel. Das ist super, tolles Spiel. 5 von 5. Wir gehen also mal wieder mit Metall abbauen. Wir haben zwar hier ein Metalllager, aber das nutzt keiner. Keiner geht hier irgendwas abbauen. Sind die Kisten eigentlich schon wieder leer? Warum das die Paar ist? Kein Erz haben wir. Noch eins. Hier bitte nur Erze gebracht werden. Ich mal sehe. Und da was wird. 7 Erz immerhin. Das ist eine Preis, die hier angreifen. Jetzt schon. Der wird sich schon gemacht. Das hätte ich natürlich von der Arbeit ab. Okay, hier bist du, können wir reparieren. Genau, das ist zu wenig.
muss selbst Metall abholen gehen. Wir brauchen mehr Leute im Lager, die mit herbauen können. Komm jetzt. Ja. Mit Gewalt Arbeitskraft. Eine Perlmetallproduktion. Ganz nicht. Okay, du auch nicht. Soll nicht das Wasserfall macht wieder keinen. Um Arbeit zu weisen. Kann nicht verrichtet werden, Aber das kann's. So weiß gerade, wie besät wird. Füllen die alle zum Erzbuch. Stufe zu niedrig. Jetzt habe ich es auch offen. Ich hasse es.
Da bestimmt irgendwo noch ein Waschrohr. Und nützt das Ding. Stampft nicht. Ist doch nicht wahr. Nimm ich lieber mal wieder Wasserpfeil mit rein. Erschöpft und ausgehungert. Überfressen. Ausgehungert und überfressen gleichzeitig? Merkwürdig. Und dann mit die Zimmer rumliegen. Ah ja. Der Händler backt rum. Na bitte. Es dürfte doch zumindest gerade ein bisschen. Schießpulver haben wir nach wie vor nicht. Wieso sollten wir? So, dann gucken wir, ob wir hier noch ein bisschen was erkunden. Ich wollte hier gleich Bossfights machen, aber. Das darf nicht funktionieren. Ah. Ja, wir haben hier genügend. Für den blauen Paar haben wir echt genügend. Letzter Ritualplatz. Und krieg ich auch noch. Ich nehme ein paar Beeren. Thank you.
Und was soll man davon fahren? Was nehmen wir jetzt hin ab? Wenn die von 62 attackiert, das geht mir gar nicht. Ah, keine Pfeile mehr. Ich liebe es. Nur zum Angriff aus. Na komm, geh rein. Nice. Nummer 4. Man könnte auch. Sehr schön. Wo ist jetzt das Paar hin, was ich gesehen habe? Nicht ganz groß lang. Genau das hier. Ein Robin Trill. Kein Karate, glaube ich. Sieht aus, als könnte es Karate. Mein Speer ist echt zu schwach. Aus dem Bogen schießen. Jetzt können Leute fesseln. Ich glaube, ich kann sowas so gut. Rein zum letzten Goldener. Na komm, täusch mich nicht. Nice, Robin Quill. Mir fällt es gerade nicht ein, aber ist doch anders. Der Star-Lord und was mit Quill und nicht Robin. Ich komme nicht um. So viel HP wie ich, noch habe. Den Versuch war es wert. Wenn ihr die Pals ein bisschen einsetzen könnt, aber. Den haben wir fertig gemacht. Ich weiß nicht, wozu Holzkohle brauchen, aber ich bringe noch mal. Hat das Paar was zu tun? Die Schmetterlinge hier haben wir auch noch nicht gefangen. Motten. Cinnamon. Fantastisch. Jetzt treffen wir. Die gleich wieder erledigt werden. Ich glaube, wir sollten weitere Gebiete gar nicht erkunden.
komm. Na komm. Das ist doch klar. Shitty, shitty, shit. Echt, weil es ausgemurrt, gefressen, erschöpft. Die Teampies wollen auch wieder mal. Was mache ich denn jetzt schon wieder? Meine Fresse. Heute ist irgendwie so ein Tag. Es ist Montag. Ach, Leute. Ich würde entspannt ein paar Wurzeln. Na, läuft ja das mal wieder. Katastrophal. Drei Schuss, das wird reichen. Jetzt werden wir von allem und alles angegriffen. Ich ergreife mal die Flucht. Ich glaube, wir sind hier in einem Bereich, da sollen wir noch nicht rein. Und was soll es? Okay, wenn Boss. Sphäre des Totensee. Der Totensee. Level 28 natürlich. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Floppy, von denen haben wir schon welche. Da brennt wieder Feuer. Und hier ist ein Ei. Was haben wir denn hier? Ein Lizardbee. Ich glaube, die sind explosiv. Wenigstens einen doch empfangen. Na komm. Na komm. Nice. Den Nahkampf und vieles Mal haben wir. Nicht so nice. Aber neues Mal haben wir gefangen. Level 22. Wir gegen die uns viel zu hoch sind. Ist hier irgendwo ein Schnellreisepunkt, wo wir mal schnell hingehen können und wiederkehren können. Mit 25 schaffe ich so nicht. Hit.
Mit dem Ball. Rüstung beschädigt. Oh shit. Versuche halt hier irgendwie einen Schnellreisepunkt zu finden. Wenn ich wiederkommen kann. Drüben ist einer, aber in der Nähe wäre was schon schön. Da kommt ein neues Gebiet, das Sumpf, das das Wüstenland wird. Da bin ich mal ganz vorsichtig. Vielleicht ist da irgendwo ein Schnellreisepunkt. Sieht echt dann aus. Das könnte was sein. Ein Katriss. Die werden wir so fertig gemacht. Das ist nicht das Paar. Oh, scheiße. Na komm. Helf mich an. Oh nein. Zeit. Was ist denn hier los? Katriss wurde besiegt, glaube ich. Ich habe gar nichts mehr gesehen. Oh oh. Sind die alle ziemlich heftig, die Paras. Keine Parasphäre mehr. 6%. Ob das was wird? Glaubst du ja selbst nicht. Ja. Unmöglich ist es nicht. Knochen. Jetzt noch eine Statue. Leider keine Schnellreisestatue. Ich guck weiter in diese Richtung. Scheint irgendwo eine zu sein. Und der Temporalfreunde Anhänger, ich glaube, die sollte man nicht angreifen. Wird schon der Morgen oder was?
Die nächste Statue. Schnellreise. Und natürlich schon wieder hungrig. Die Toilettenkunde kann man nicht mit Klasse machen. Diese beschissene Hut immer. Eisdrüse. Ein paar mehr Metallbahnen. Über die Metalltruhe. Natürlich nicht. Irgendein Grund bin ich beladen. Ach, wegen den Dingern. Brauchen wir neue Kisten oder was? Plötzlich weiterarbeiten. Ich muss so mal kurz mein Team auf die Box. Zumindest die beiden. Das kann ich glaube ich mit reinnehmen. Lisa B. Surfen könnte aber glaube ich auch ganz effektiv werden im Kampf. Drachenkanonen, die Drachen wird dann Relaxaurus. Können wir mal versuchen mit reinzunehmen. Vorübergehend. Nicht mehr. Und weiter wird erkundet. Jetzt sind wir irgendwo mal Schießpulver.
Sonst eine Munition craften können. Schmetterlingswalter ist das Ding hier. Wegen der vielen Motten, die hier sind. Ist hier noch irgendwas? Vielleicht gerade die Sache mit den Pistolen genossen, dann. Tja. Ne, ein paar Hände werden wir nicht fangen können. Okay. Wenn wir da jetzt Richtung Norden gehen, kommen wir ins Schneegebiet. Oder Wüstengebiet, ich glaube, ich habe da eine Wüste gesehen. Könnten wir auch schon mal gucken, wie weit wir da hin fortschreiten können. Da drüben sieht mir nach einem Liftmund das Wetter aus. Gib. Ja, bei den Fangschunzen. Ach, shit. Weizensaat. Den versuchst du gerade zu fangen. Munition. Pistolenmunition bin ich gebrauchen. Jetzt sind wir wahrscheinlich sehr am Arsch, um die Person anzugreifen, aber das war es. Das war zu verlieren. Gar nicht mal so. Pfeile bringen die. Munition jetzt nicht so. Und 1% Chance. Bin ich aus irgendeinem Grund vergiftet? An diesem Ziegbaum. Liga der Pral. Den Boss im Turm der Pralfreunde. Ja, bis dahin wird es noch ein bisschen dauern, aber zumindest die Pralfreunde an sich wissen wir jetzt. Sehen nur gefährlich aus. Meine, wir sind glaube ich auch schon 27 im Level.
Das wird knapp. Das wird nix. Hier ist ein Vorsprung. Ich darf zusehen, wie die. Wie der andere. Geschlachtet wird. Sehr schön. Muss ich es nicht tun. Denn die Richtung kommt ungefähr weiter. Ja, da geht's auf den eisigen Bergpass in dieser Richtung. Sollten wir, glaube ich, erstmal nochmal hier so hier noch ein bisschen erkunden. Hier die Insel auch noch nicht. Das Ganze ist noch ein bisschen größer. Ich glaube hier nicht mehr, aber hier haben wir noch mindestens noch einen zweiten Turm. Turm der Miliz. Ein bisschen ist das noch. Mal versuchen, was der so kann. Und wenn eine 1% Chance ist, ist das nichts unmöglich. Ist das nicht. Das sieht schon besser aus. Ich glaube, da müssen wir mit größeren Sphären kommen. Sphären. Keine Chance. Ich bin gefesselt. Königin beseitigt die Flügel für mich. Sie gehen hinten. Ich mag mich mal weiter vor. Die hier der Karl, Freunde. Ach so, bescheuerte Idee. Keine Sphären mehr. Oh, ich bin elektrisiert. Nee, das muss man doch heute mal versuchen. Okay,
finde schon dreist. Das ist der Fall, es wäre. Halt. Da geht es in ein Wüstengebiet und dann zur Richtung großen Baum. Beim großen Baum habe ich immer noch große Angst. Aber da ist auch der Turm, also früher oder später. Uns mal versuchen, in diese Richtung zu gehen. Auch wenn ich hier merke, dass ohne Pistole, ohne Munition, ist ein bisschen blöd. Munition kriege ich auch irgendwie nicht her. Terrasphäre unbedingt. Die Lampe ist noch gut. Glaube ich noch viel zu unterlevelt, um das nächste Gebiet dort, das S-Level, hinzugehen. Mal versuchen kann man es immer mal. Ach, der hat noch eine Armbrust. Gewehrmunition eigentlich von. Bisschen goldene Münzen. Oh, noch ein Ei. Können wir gleich mal ausbrüten. Ja. Jetzt muss ich hier mal runter. Das hat einen Grund, warum es hier eine Kippe zwischen gibt. Bestimmt. Und noch ein Ei. Können wir groß ausbrüten machen im Lager. Nee, die lassen sich auf meinem Dornbein nicht mehr, glaube ich doch. Snamoth. Ach, das sind die mich hier vergiften. Wo ist Kai gefangen? Komm doch was. Tu das hin heute im Stream. Bei den Prozentchancen ist das schon wirklich was Tolles. Ich werde hier gleich wieder abgemetzelt. Honig. Den brauchen wir irgendwo für. Ich bin ein bisschen lebensmüde. So, jetzt ein Lift-Monk. Da
Situation. Da brauchen wir mehr davon. Und dann so verbessern wollen. Ist tatsächlich eine Level 31 Bienenkönigin. Und hier drüben ist eine Schnellreisestation. Dann können wir hier vielleicht in ein Gebiet geraten, was wir noch nicht viel gemacht sind. Hier schon mal einen Schnellreisepunkt holen. Wäre gar nicht so schlecht. Ich glaube, da wird das andere dort. Ah, ne, hier ist einer. In der Richtung. Da ich nur die Tür öffnen. Na dann komm, in den Griff. Ja, die Pfeile müsst ihr jetzt genügt haben. Schützen besiegen. Vier Prozent ist die beste Chance, die ich jemals hatte. Nice. Ich bin Kühe Nummer 2. Und eine weitere Stadt, Leute. Und hier ist irgendwo noch ein Schnellreisepunkt. Hinter mir. Ach, bist du ein Mütz. Was soll ich damit? Scheinbar noch die Pistole von hier. Die Waffe, die ich habe, zählt nicht als Pistole. Oh, schaut. Die sind hier echt schaffbar. Da ist die Schnellreisestation. Sehr gut. Dann traue ich mich mal ganz lebensmüde weiter nach oben. Und wohl erstmal zurück ins Camp. Es wird Abend. Wir sollten mal irgendwann mal nachts durchschlafen.
wir haben ja neue Pralballsorte freigeschaltet. Sollte ich auch mal gucken, was ich dafür brauche. Oh, okay, okay. Sorry, dass das hier so wird. Den kann ich mir hier herstellen. Für den Kunden brauche ich wahrscheinlich eine große Bank. Kommen die wieder nichts zu essen oder was? Eine Ausrüstung hat. Ja, sicher. Mal wo die essen. Salatsamen. Ein Salatfeld haben wir noch nicht. Haben wir keinen zum Sehen oder was? Dann liegt's am Gießen. Wir sollten mal schlafen gehen. Nein, ich kann nix. Und ja noch keine Zutaten. Hier, einmal bewässern. Hier mal ein bisschen wieder angebaut wird. Ich muss hier natürlich mal ein bisschen helfen. Ein bisschen. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Eine Preisfirma steht hier im Konten. Was treibt der hier drin?
Was brauchen wir für die? Hast du wieder ein Fließbandwerk? Aha. Das müssen wir erstmal craften. Eine Stehlampe. Fließband, können wir das mit halben auf 100 beteilbaren. Ich hätte gehofft, dass das hier durch die Arbeit hier in der Mine mal passiert, aber sieht nicht so schnell. Von 100 sind wir da weit entfernt. Jetzt müssen wir was gegen ihn machen. Da oben gerade nichts dabei. Und den Silber auch möglich. Vielleicht hier im Feuer. Ist okay. Das Brot, so ein Brot, das aus Weizen kommt, das ja schon immerhin. Mal schauen, ob wir die Bärenproduktion wieder herstellen können. Schützt sich alle drauf. Ich glaube, wir haben keinen zum Ernten. Die kann sehen und ernten. Sie ernten können, ernten. Was zum Sehen und Ernten haben wir vielleicht dabei. Wir müssten nur mal was tun.
wieder 20 Bären. Kann ich jetzt nichts rein tun, würde ich. Bin ich selber hungrig. Hier habe ich irgendwas drin gesehen. Super, warte, dürfte doch essbar sein. Wenn ich unbedingt nervt. Okay, ist mit Aussaat beschäftigt. Und hier scheinbar mit der Bewässerung. Von der Entfernung. Weizen ist erstmal unwichtig. Erstmal die Beeren da drüben. Zunächst das Ei. Wir haben schon alle gefressen. Muss man hier ein bisschen helfen. Ein paar ist dazu nicht meine Nahrung sind. Schnitt zu viele Gegenständen werden. Ah. Aufheben und ins Wasser werfen und was auch nicht.
muss ich erstmal noch ein bisschen mit anpassen. Benzin brauchen wir wohl leider auch gleich wieder. Das war's dann wohl heute mit der Kunden. Ist dann weggefuttert. Das hätten wir zwar früher mal zu viele Beeren hatten. Das war die Zeit. Okay, kann wohl noch nicht gießen. Jetzt muss ich ein bisschen Medizin herstellen. Und wir müssen das halt mal ein bisschen auswechseln, das Team. Metallbarung. Ich kann das nicht machen. Okay. Ich würde das Team mal so lassen. Ein bisschen der Box wieder umholen. Könnten es mal ausprobieren.
Machen wir definitiv eine neue Besetzung. So, einmal Wasser. Noch Pflanzen. Wetterdistanz hier zum Pflanzen. Und dann warten die im Lüftung. Und das mal zum Feuer machen schicken. Das Multitasking. Na unbedingt, dann gleich noch einen zweiten. Wenn so Multitasking sind, können Samen, Pflanzen, Handwerken, Holz verarbeiten und Medizin. Das können die nicht. Das ist optimal. Ich mach rein hier. Dann wird das Lager vielleicht mal wieder. Das Getreide bewässern, das ist noch unwichtig. Hier. Du machst dann hier im Start. Die 100 Metallbahn, die bauen wir jetzt noch woanders für. Das ist mit dem Generator aus. Braucht auch 50. Tja. So viel dazu. Leckt's schon wieder. So cool. Das ist das Spiel. Erschöpft und hungrig. Zumindest nicht mehr ausgehungert. So kann man ein Problem auch lösen. Die
Hungrigen einfach wegschaffen. Gleich auf ihn zur Ernte schicken. Holz abbauen ist hier wirklich zweitrangig. Kann ich verrichtet werden, kann ich verrichtet werden. Dann wieder Holz abbauen. Vielleicht habe ich hier geholt, damit das hier macht. Auf einmal nicht. Ganz gut, den Job. Die tun dann auch gleich mehr, wenn sie gekocht sind. Muss mein zweites Wasser prallen. Er schöpft. Dann muss das mal hier rein. Läuft es wieder halbwegs. Salat sein. Sie arbeitet jetzt keiner mehr. Sehr schön.
ist eben produktiv. Und zwei, drei. Erbauen können noch mit reinpacken. Die mussten bis auf der Box bleiben. Ist man nicht Steine bauen? Zu niedrig. Ich werde keinen, der mir Steine baut. Gehst sofort hier rein. Ist klar. Na bitte. Natürlich hat sich was verstaucht. Gerade reingekommen schon. Arbeitssicherheit hier lässt auch zu wünschen übrig. So, Erz herstellen, das brauche ich dringend. Das ist erschöpft. Das bin nur ich. Bewässerung funktioniert gerade mal wieder nicht. Ah, hier, sehr schön. Wir brauchen dich zur Bewässerung. Ab mit dir. Zum Ausruhen. Sowas ist leider auch manchmal nötig. Dass man ab und zu mal ein bisschen das Lager aufrecht hält. Viele, viele Metallbahnen brauchen wir. So, hier mal kurz. Die Knochen gegessen werden. Sehr schön.
Oha, ein Fuchsfachs. Den Buschi. Okay. Ein Westpal. Das kann auch sehr viel. Oha. Kann anpflanzen und Feuer machen. Cool. Kämpfen kannst du wahrscheinlich auch, wie es auch schaut. Ist hier schon was bei rübergekommen? 5. Tja, dann gehe ich mal. Selber läuft wieder. Sind wieder alle irgendwie. Versucht. Kann ja mehr am Aushungern. Das war klar. Da kommt der Ninja, der Samurai. Eins noch. Das geht sehr schnell. Okay, Fuchswachs ist eine Rente. Stoff brauche ich dafür. Als ob ich keinen Stoff habe. Das nutzloseste Mitglied im Team ist gerade der Mensch, der. Ich hab's einfach so im Brustprinzip. Zwölf Metallbarren und drei Elben und Eisdrüsen. Gut, da muss wohl wieder jagen gehen. Die Rüstung können wir gerade nicht verstärken. Gehen wir mal Teil abbauen. Noch läuft das nicht so gut, dass ich das nicht noch selber machen müsste. Kurze Verschnupfpause. Jetzt habe ich es noch was trinken. Trinken nicht vergessen, ist wichtig. Aber das Kopfhörer ist Zeug drücken.
Dann haben wir doch auf jeden Fall heute ein bisschen was erkundet. Das Lara wieder auf Trab gebracht. Dann noch ein bisschen Metall herstellen hier. Mit selber und mit langsam für alles. Deswegen hoffe ich halt, dass das hier bei der Verdienst langsam läuft. Oh Gott. Ich habe jetzt aufgehoben. Die Bären läuft. Ich habe aber doch sofort wieder ausgesehen. Sehr schön. Oh, 48 Bären. 60, ja, easy. Läuft ja. Unser Problem ist beseitigt. Es geht hier alles in Gang. Hier wird wieder auch ein bisschen was hergestellt. Das zweite Wasserbad ist erschöpft. Ausnahmsweise mal. Was machst du anderes außer erschöpft sein? Nächste was? So, hier macht schon mal Bewässerung. Sehr schön. Läuft. Wie viel brauchten wir das? Ja, natürlich auf erster Linie für das Fließband. 100 Metallbahn. Auch hierfür irgendwie. Da fehlen uns noch die Eisdrüsen. Daher. Metallbahn. Na, dann sparen wir uns das erstmal. Schießpulver müssen wir auch noch irgendwann herausfinden. Wo wir das herbekommen. Und Metallbahn. Jung, da müssen wir wohl noch ein bisschen. Ziemlich allein hier am Abbauen. Müssen die anderen bleiben. Baut gerade gar keine mehr ab.
Dahin brauchen wir jetzt hier wirklich nicht. Weidet. Das ist nicht weiden. Ja, bitteschön. Na dann. Kleine Ausflug noch in die Wildnis. Können wir hier vielleicht noch ein bisschen was erkunden? Zentralsee. Die genaue Richtung setzen wir mal. Können wir hier vielleicht noch ein bisschen was erkunden. Das ist irgendwie ein turmartiger Fels. Oha, elektrifiziert. Bin ich wieder verprügelt. Die kämpfen wird gefüllt. Statue, die hole ich mir. Und noch ein Ei. Das Ei haben wir heute wirklich richtig ausgelootet. Was haben wir da drüben? Wo war hier das Ei? Ja, egal. Nun nochmal da drüben entlang. Ein bisschen Holz davor.
Hier ist noch ein wilderer Lagerlot. Ich muss da nochmal anlegen. Die kriegen wir nicht mehr, die sind zu schnell. Und hier ist nochmal Statue. Schon der Reisepunkt. Sollte ich mir mitnehmen. Wenn wir schon mal da sind. So, der Schnellreisepunkt. Sehr schön. Jetzt haben wir hier so ein bisschen das, den Bereich geklärt. Noch ein paar Motten fangen im Schmetterlingswald. Ein paar neue Preise haben wir auf jeden Fall heute gekriegt. Also nicht völlig erfolglos dieser Stream. Uff. Metallgebilde hier. Interessant. Einmal fürs Thumbnail. Das noch mit Kühlen. Eine Motte sehe ich jetzt nicht, aber ich schalte noch ein paar Liga-Freunde aus. Oder sie nicht. Nachdem, was zuerst passiert, sind viele hier. So viel helfen gar nicht aus. Sind die von den Leichen? Das ist Aasfresser. Ups, die waren wieder hungrig. Das
Ei kann ich essen, sonst habe ich nicht mehr viel. Nächster Checkpoint muss irgendwie in der Nähe sein. Ah, da drüben. Eins von denen. Na komm. Sehr schön. Nummer zwei. Ah, da drüben ist die Schnellreisestation. Und ist das dann die Zeit davor steht. Nur das Metall mit. Das Erz. Tut euch momentan nichts. Nicht angreifen. So, mehr Metall. Wir haben jetzt zwei Feuerpals. Samurai. Cool, dass wir das ausgebootet haben. So, jetzt haben wir 30 von 100. Brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil Nägel müssen hergestellt werden. Ja, na dann machen wir das nächste Mal wahrscheinlich nur Fließband hier hin. Und wo ist nur die Frage? Soweit mal irgendwie umziehen, weil kein Platz mehr für die Sachen ist. Auch mal. Na dann. Besuch wollen wir jetzt die Lager, sondern machen. Ich würde aber für den Schutz machen.
Und Technologie Punkte haben wir noch auszugeben. Die ich hierfür ausgeben. So, na dann. Heute ein bisschen kürzer. Aber naja. Sind ja auch fast 3 Stunden jetzt geworden. Na dann. Würde ich mal sagen, ich kriege jetzt noch einen Endcard. Dann bringen wir noch wohin. Sehen wir uns am Mittwoch zu Resident Evil Revelations wieder. So der Plan. Ja, machen wir das ab in den Endcard. Ab in den Wait.